jeder Formel-1-Sendung gibt es ja Tipps, internationale und deutsche, auch im letzten Jahr. Von vielen hat man eigentlich nie wieder was gehört, einige waren mäßig erfolgreich, aber jetzt gibt es den Tipp, der wirklich am erfolgreichsten war. The Catch heißt die Gruppe, ist nur schade, dass sie sich inzwischen getrennt haben, aber vielleicht war es der Erfolg, aber wir zeigen die euch nochmal in schöner Eintracht auf dem Bildschirm. The Catch, die Nummer 3 in Deutschland, 25 Years. I just wanna